Moin Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Anno 1800. Und wir werden heute final endlich unsere Eiscreme-Produktion aufbauen. Uns fehlten ja noch drei Ketten bzw. drei Handelskammern. Einmal die Zuckerraffinerien an sich, die Schokoladenfabriken und die Eiscreme-Fabriken auch noch. Die werden wir nun final platzieren. Die ganze Kette hat relativ lang gedauert, muss ich sagen. Ne? Wir mussten hier die ganzen Farmen aufbauen, dann waren wir noch drüben wegen dem Mist gestern. Zucker und Zitrusfrüchte und Schokolade erst recht, beziehungsweise Kakao. Das hat alles ein bisschen gedauert, aber ich habe mir eben die Items angeschaut, die wir heute reinsetzen werden. Wir haben dafür aber auch Produktionen als Abwurf zum Beispiel oder generell eine große Schokoladenproduktion automatisch mit aufgebaut, die wir natürlich auch ins Cup bringen können. Und wir können mal gerade einfach mal spaßeshalber gucken. Natürlich ist dieser Wert jetzt hier noch nicht repräsentativ für den Gesamtwert, den wir nachher haben. Das sind jetzt bei weitem noch nicht alle Ingenieure, Investoren. Wir sind auch noch nicht auf den Wolkenkratzern. Aber es ist zumindest mal eine kleine Tendenz zu sehen. Wir sind bei 32 Tonnen. Das ist in Ordnung. Aber wir produzieren ja auch mittlerweile ein paar als Abwurf. Wir gucken mal gerade rein. Hier haben wir schon 37, nur durch diese ganzen Bäckereien und sowas. Und wenn wir jetzt gleich mit, keine Ahnung, 100 Tonnen Produktion über dem, was wir brauchen, bei der Eiscreme-Fabrik nochmal rübergehen, dann haben wir zumindest einmal einen kleinen Puffer und brauchen uns nicht, wie ich dachte, direkt schon wieder um die Schokolade kümmern, weil das war eigentlich mein Gedanke, dass wir das müssten, brauchen wir aber nicht. Dementsprechend setzen wir auch mal drei Handelskammern. Wir gucken mal, dass wir hier oben eine Schiene für Lagerhäuser hinbekommen. Also gehen wir da so ein bisschen, geben dir so ein bisschen Freiraum. So, hier und diese beiden sind relativ selbstplatzierend, damit das hinhaut. Für Notfall, ich habe hier noch Ölquellen gehabt, die habe ich hier oben hingestellt, falls wir noch was brauchen. Wir haben mit derzeit für ein Kraftwerk noch Puffer. Dementsprechend sollte das eigentlich langen, aber vielleicht brauchen wir ja irgendwann mal was für die zweite, für eine andere Insel. Dann kann man die noch gegebenenfalls nutzen. So, wir fangen an mit Zucker, würde ich sagen. Im Prinzip ist es aber auch Jacke wie Hose. Ja, wir fangen mit Zucker an. Dementsprechend gucken wir mal eben nach den Items. Also, beim Zucker haben wir einmal die beiden Öfen. Dazu sei direkt gesagt, der ist relativ schlecht, der Ofen mit 30%. Wir hätten als zweite und dritte Wahl noch den Bekonin gehabt und die Druckerpresse. Die gibt 5% weniger Produktion, dafür aber ein paar Arbeitskräfte, die wir nicht mehr bräuchten dadurch. Aber ihr seht es, wir haben eigentlich gerade genug Arbeitskräfte. Dann nehmen wir gerade mal die Produktion mit. Ihr wisst es, ich mag ungern Zucker anbauen, beziehungsweise Zucker produzieren. Dann nehmen wir doch mal schön die 5% mehr mit. Dann den zweiten Ofen, 40%, da geht noch ein bisschen was drauf, mit 10% mehr. Und dann kommt zu guter Letzt noch der Feras. So, das heißt, wir haben insgesamt 120% plus die Kraftwerke gleich, die auch noch arbeiten, sollten wir das denn brauchen. Da müssen wir jetzt einmal gucken, wie groß die Produktionszahlen werden. Weil wenn wir so schon auf dieselbe Menge kommen, wie wir hier produzieren, dann brauchen wir keinen Strom anbinden, weil wir dann da zu 50% Effektivität nur arbeiten. Ne? Dementsprechend gucken wir mal. Wir ziehen zumindest erstmal eine Straße. Machen wir mal so. Bietet sich hier ganz gut an. Einmal komplett durch. Dann haben wir da schon mal das parallel. So. Und dann gucken wir mal. Und zwar Zucker, Zucker, Zucker. Hier haben wir es. Die waren ja so groß, ne? Genau. Wir fangen einfach mal in der Spalte an, wo die Handelskammer selber steht. Und dann gehen wir einfach so dran lang. Wir machen das hier relativ unspektakulär. Wichtig sind nur die Zahlen gleich für uns. Hier geht's weiter. War schon zu viel. Na? Vorne geht nichts, ne? Nee. So. Dann hoffe ich, dass wir, was Zucker angeht, zumindest erstmal Ruhe haben. Bin mal gespannt, aber ich meine erstmal ja. Ja, lohnt sich das, wenn wir die eher hochkant stellen? Bestimmt, ne? So, zwei hier noch. Eins, eine noch. Okay, wir haben wenigstens eine mehr bekommen. Hier oben geht nichts mehr. Das heißt, wir können diesen Bereich erstmal dicht machen. Verbinden wir mal einmal und dann kann hier zumindest schon mal der Wald weg. Das wird eh gleich alles überbaut. Nur dann haben wir ein bisschen besseren Überblick, ne? So, okay. Also, Lagerhäuser, bevor wir uns gleich mal die finalen Zahlen angucken. Wir bauen die mal alle hier hinten hin. Die Straße kann doch kurz noch einmal weg hier. So, so. Und dann haben wir zumindest diesen toten Platz hier hinten genutzt, ne? Wir würden den ja für nichts anderes mehr nutzen. Von daher setzen wir auch, soweit wie es geht, die ganzen Lagerhäuser hier hinten hin.
Wir gucken gleich mal nach dem internen Lager, wie groß das bei den Fabriken hier ist. 4 Tonnen, okay, wir müssen schon aufpassen, ne? Die Hälfte ist okay, aber wir sollten jetzt hier auf der unteren Seite auf jeden Fall noch welche dran bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir machen mit dem Platz hier unten eh nichts mehr. Ihr seht's, wir bauen jetzt nur noch Handelskammern hin und danach ist das Ding durch. Von daher nehmen wir ruhig ein paar mehr als ein paar zu wenig. Und dann schauen wir gerade mal rein. Das Hochziehen tue ich gleich, weil ich noch nicht genau einschätzen kann, wie viel Baumaterial wir noch brauchen. Nicht, dass wir da nachher stehen. Ansonsten ziehe ich die später hoch, wenn wir überall fertig sind. Wir gucken mal rein. Also Zucker. 128 Tonnen. Wir haben derzeit eine Zuckerrohrproduktion von 144. Ja, komm. Wir bauen wahrscheinlich eh ein Kraftwerk hin. Wir lassen einfach quasi die Überproduktion laufen und wenn da irgendwie als später irgendwie 50, 60 Tonnen zu wenig produziert werden, ist es so. Aber wir nehmen die 20 Tonnen ruhig mit. Wir haben eh genug Öl, von daher lasst uns das mal ruhig machen. Dann platzieren wir dich ein bisschen weiter nach unten. So. Und dann komm mal her hier. Wir bauen noch eine Schiene. Oh. Mir gestern auch schon passiert, ne? Beziehungsweise vorgestern. So. Dann kommt mich hier ein Kraftwerk hin. Hoppala, falsch gedreht. Geh dich mal bitte wieder. Na, dass man da teilweise hinter die Models, ihr seht das, ne? Ich bin eigentlich auf der Schiene drauf. Dass das nicht so hundertprozentig funktioniert. Ist ab und zu ein bisschen nervig. So, das hätten wir. Unser Kraftwerk wird gleich laufen, sobald es Öl kommt. Da ist es schon unterwegs. Aber nicht hierhin, oder? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ich wollte gerade sagen, das wird nicht passen, weil wir gerade erst fertig geworden sind. So, also Zucker funktioniert. Das lassen wir laufen. Und jetzt kommen wir auch so langsam zu den Sachen, die interessant für uns werden, auch was das Cup angeht. Jetzt kommen wir nämlich zu der Schokoladenproduktion. Also haben wir einmal den Gennaro, dann die gute Charlotte und noch den Salvador. Ich muss gerade links auf meinen kleinen Zettel, auf meinen kleinen Editor gucken, bevor ich mich da vertue. Habe ich mir das aufgeschrieben. Deswegen, falls ich gerade mal kurz ein bisschen leiser beim Reden war, nicht wundern. So, der Gennaro. Der produziert 50% schneller und gibt uns bei jedem vierten Durchgang noch Zucker. Dementsprechend hilft uns das hier oben. Und dann auch noch Rum bei jedem fünften Durchgang. So, dann kommt auch noch die Charlotte. Die sorgt auch noch dafür, dass wir Zucker bei jedem vierten Durchgang produzieren. Und nochmal 40% drauf. Und dann kommt noch der beste von den allen, der Salvador. Ihr kennt den schon von der Rösterei und von den Zigarrenfabriken. Plus 100%, was allein dafür schon sehr stark ist. Dann nochmal 25% mehr Arbeitskräfte und anstelle von Obreros verbrauchen wir Artistas. Das ist nicht so schlimm. Wir gucken gleich mal, wie viel das unterm Strich dann wären. Aber was für uns wichtig ist, wir produzieren nochmal bei jedem dritten Durchgang eine Ware drauf. Das heißt, alleine die Produktionssteigerung durch den Salvador ist schon der Hammer. So, schauen wir mal. Ich bin auch nachher mal wirklich auf die ganzen Zahlen gespannt, auch was den Rum angeht. Den bringen wir nachher in die neue Welt, beziehungsweise nach Manola. Zucker wird auch ordentlich bei rumkommen. Wir gucken. So. Also, Schokoladenfabrik, die ist relativ... Habe ich die schon mal gebaut? Ich habe die, glaube ich, gar noch nie gebaut. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ah, haben wir auf jeden Fall sehr selten gemacht. Wir haben uns immer drum gewunden und versucht, das mit Bäckereien und sowas zu machen. Wir setzen das mal gerade so hin, glaube ich. Ich glaube, das wäre am besten. Und dann genau wie beim Zucker auch quasi hochkant dahinter. Aber das sind schon ganz schön Okolyten, ne? Geht hier noch was? Eins nach unten. Komm schon. Nein. So. Kriegen wir die hier verbunden? Nee, ne? Dann rauben wir ihr hier den Zugang. Das ist nicht gut. Kriegen wir das anders hin? Nee. Schade. Die hätte ich gerne noch mitgenommen. Die Fabrik ist jetzt so. Können wir leider nicht ändern. Wir schließen diesen Bereich hier unten schon mal ab. So. Dann machen wir hier oben dasselbe. Okay. Na, kommt hier nochmal was? Da 1, 2 und 3. Wir schauen mal in den Kreis rein. Ihr habt es gerade gesehen, wir waren schon direkt bündig am Kraftwerk, aber ich glaube, wir hätten so oder so nichts mehr rausholen können mit einer Kachel nach oben. Selbst dann hätten wir hier unten nichts bauen können. Das hätte uns nichts gebracht. Das wäre ja nur Verschieberei gewesen. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist hier und hier die Ecke. Da kann man wahrscheinlich mit ein bisschen drehen und wenden da irgendwie eine mehr hinkriegen, aber wir haben jetzt gerade da leider keinen Platz mehr für gehabt. Hat leider nicht hingehauen. So, aber da gibt es bestimmt Profis, die sich das da alles passend hindrehen, wo sie dann noch eine mehr hinbekommen. Vielleicht sogar zwei. So. Okay, hier hinten noch einmal rum.
Du stehst ein bisschen im Weg. Du gehst auch mal bitte weg. So. Okay. Gut, also Lagerhäuser. Übrigens, die Feuerwehren müssen wir da nur bauen. Ich habe es gerade schon wieder vergessen. Schnell kann es gehen. Wir bauen hier mal alles zu. Die verbinden wir auch gleich noch. Na, ob wir den Platz jetzt hier überhaupt gar nicht nutzen. Ob wir Lagerhäuser hinbauen, die eigentlich viel zu viel wären. Lieber so, als dass wir zu wenig hätten. Ne? Also verbinden wir das direkt mal hier. So, dann haben wir auch die Zuckerraffinerie noch ein bisschen Unterstützung da oben. Vor allem gerade, ihr seht schon, überall die Warndreiecke, weil die ja natürlich auf Stufe 1 noch sind. Ne? So, eben Feuerwehren bauen, bevor wir es vergessen. 1, 2 gibt es ja gar nicht. Wir können hier mal in die ganzen Nischen reinpacken. Dann Träumchen heute. So. Ja. Ich hab's wieder gesagt, ne? War klar, dass das nicht mehr funktioniert. Hier nochmal hin und da oben von mir aus. Hier noch. So, wie gesagt, der Platz wird für nichts anderes mehr genutzt. Und dann gucken wir mal. Du musst ein bisschen weiter nach oben. Oder wir reißen diese beiden zumindest erstmal ab. Oder wir reißen, wir ziehen es weiter nach oben komplett und bauen das, bauen hier unten komplett Lagerhäuser hin und hier oben. Dann müsste das eigentlich lang. Das Einzige, worauf wir gleich achten müssen, ist, ob die Eiscremefabriken nicht zu groß sind, dass wir uns hier oben gleich Platz selber wegnehmen. Können wir den Hangar irgendwo anders hinstellen? Nee, ne? Nee, müssen wir mal gucken, ob das so hinhaut. Wir brauchen allerdings auch nur 90 Tonnen, ne? Also dementsprechend, vielleicht brauchen wir auch nur die halbe Handelskammer, weil wir dann schon bei 90 Tonnen wären. So, und dann kommen wir zum Eiscreme, zu unserer letzten Produktion. Dementsprechend haben wir da nochmal interessante Items, die wir einsetzen können. Ich platziere die mal eben fix. Die beiden haben wir schon gesehen, Gennaro und Charlotte. So, das heißt, wir bekommen nochmal bei jedem vierten, beziehungsweise bei jedem zweiten, wenn man es übereinander rechnet, Zucker. Bei jedem fünften rum und eine Produktionssteigerung von 90, beziehungsweise insgesamt 110%. Und zu guter Letzt nochmal bei jedem vierten Durchgang Ethanol. Ihr wisst es, mir ist es sehr wichtig, dass wir das bei jeder erdenklichen Möglichkeit mitnehmen, damit wir uns da die Produktion sparen können. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch von der Menge her ausgeht. Wir sollten gleich gucken, dass wir perfekt das Kraftwerk mit reinbekommen. Weil die Steigerung sollten wir schon mit reinnehmen, die 100%. Müssen wir da mal gucken, wie wir das reinbekommen. Schauen wir mal. Das muss noch eins nach oben. Weil die geht garantiert noch eine hin. Ja. Hier nicht mehr. Okay, das ist gar nicht mal so dramatisch. Dann nutzen wir hier den Durchgang, um die schon mal zu verbinden. Ihr seht, die Masten sind direkt aufgebaut. Das heißt, das passt schon mal und dann hoffentlich kommen wir auf die passenden Zahlen. Die war zu viel. Denn die sind zwar relativ klein, die Gebäude, aber der Zyklus ist auch nur eine Minute dementsprechend oder ist eine Minute lang. Dementsprechend müssten wir natürlich trotzdem auf die 90 Tonnen kommen und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. So, wie viel haben wir jetzt? 66, allerdings ist hier die Straße noch nicht dran gewesen, ne? So. Was haben wir jetzt? 71, ja. 1, 2, 3. Voilà. Sind wir bei 81, wir kommen so gerade eben auf die 91, ne? Also wirklich so gerade eben. Also generell auf 90, das ist ja das, was wir anpeilen. Haben wir das also ganz gut kalkuliert, ne? 87, ja. Also mehr ist, glaube ich, nicht drin. Wir gucken mal gerade nochmal drüber. Oder ob ich hier irgendwo noch was vergessen habe. Ne, sieht nicht so aus, ne? Und dadurch, dass man die auch nicht so großartig drehen kann. Hier würde noch eine hingehen. Und dann müssen wir das Lagerhaus abreißen. Das lassen wir. Ne? Wir lassen die Infrastruktur, die wir haben, so stehen. Wir müssen eh noch gucken, dass wir jetzt hier noch ein paar Lagerhäuser unterkriegen. Ich packe mal hier oben hin, dass du halt in beide Richtungen unterstützen kannst. Und dann gucken wir mal hier oben. So, hier ist eine Gasse frei. So, muss ich beobachten. Ich hoffe, dass es so langt. Dass wir quasi die ganze Produktion damit abdecken. Nicht, dass wir hier nachher Lieferschwierigkeiten haben. Ich hoffe, das reicht. Weil ihr seht, jetzt am Ende ist es noch relativ eng geworden vom Platz her. Aber ich hoffe, dass es so langt. Was fehlt denn gerade hier? Die Milch, stimmt, die lassen wir noch gar nicht hier hinteleportieren. Hintransportieren, natürlich. So, hier oben können wir übrigens noch ein, zwei hinbauen. Ne, bevor der Platz verschenkt wird. So, und eine Feuerwehr. So. Gut.
Das soll zu lang. Und dann gucken wir mal komplett über die gesamte Produktion einmal rüber. Wir produzieren also einmal jetzt 50 Tonnen rum. Da kam noch ein bisschen was drauf. 18 Tonnen, das sind die, die jetzt gerade nicht verarbeitet werden, weil natürlich die Milch fehlt. 89 Tonnen Eis, 218 Tonnen Schokolade. Und dann kommen wir jetzt zu unserer Zuckermenge. Das sind 312 Tonnen Zucker, die wir produzieren. 164 Tonnen verbrauchen wir. Und dementsprechend sieht das doch gut aus. 22 Tonnen Ethanol. Was mich gerade nur wundert, wir produzieren 312 Tonnen, das passt. Aber warum verbrauchen wir denn 164? Ach, wegen der Schokolade. Daher kommt das. Ne? Genau, 164 Tonnen wäre eigentlich die reine Schokoladenproduktion. Dann kommt noch der Salvador obendrauf. Deswegen haben wir da 218 Tonnen. Passt. Okay, also mit den Zahlen können wir auf jeden Fall leben. Das heißt, wir haben eine komplette Zuckerproduktion, die wir uns schenken können. Wir müssen quasi beim nächsten Mal, wenn wir dran gehen zur Zuckerproduktion, ich glaube beim Cognac ist es zum Beispiel so, da können wir uns das komplett schenken. Wir brauchen also nur zu dieser Insel hingehen und die Waren einfach nur abholen dann bei Bedarf. Das ist schon mal sehr gut, weil ihr wisst ja auch, ich mag Zucker nicht unbedingt selber produzieren. Dementsprechend ist das eigentlich schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt gucken wir mal eben, bevor ich das vergesse, dass wir uns von hier vorne... Hier war das, ne? Nee. Hier unten war es, genau. Dass wir uns von hier eben die Milch abholen. Milch, wo bist du? Bist du da? Ich hoffe, ich habe genug Schiffe, weil da waren wir, hatten wir so einen leichten Engpass momentan. Ja, zwei nehmen wir gerade mal. Milch. In die neue Weltversorgung. So. Und über Bord schmeißen, da muss ich gerade überlegen. Nee, ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Wir machen es mal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die über Bord schmeißen mussten, ob wir eine Abwurfproduktion bei der Milch hatten, beim Rindfleisch. Und dann bringen wir zumindest erstmal die Eiscreme nur hier hoch. Die Schokolade wird schon rübergebracht. Zumindest von hier. Das heißt, die ist gerade nicht zwingend notwendig, weil ihr habt gesehen, ich habe gerade nicht genug Schiffe. Ich muss erst ein paar bauen lassen. Das werden wir also die Tage auf jeden Fall nachholen, die ganzen Routen. Denn da kommt ja jetzt auch noch Schokolade raus. Zucker können wir demnächst auch noch wegbringen. Rum muss noch hoch. Wir machen aber jetzt erstmal das, wofür wir eigentlich gekommen sind. Nämlich die Eiscreme und die bringen wir da hoch. So. Und dann holen wir den Rest nach. Ave Maria, Abmarsch, Eis und neue Welt, Hauptstadtversorgung. Und natürlich ganz wichtig hier, die Fracht entsorgen. Genau, es funktioniert. Perfekt. So, Freunde, dann sind wir für heute durch. Wir werden morgen einen kleinen Abstecher machen in die Kap-Region. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Wir brauchen jetzt bald nämlich die Fahrstühle. Da kümmern wir uns als nächstes rum. Und dann gehen wir zurück in die neue Welt und machen Manola fertig. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und wenn ihr möchtet, schreibt gerne einen Kommentar. Freue ich mich drüber und natürlich auch der Algorithmus. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und natürlich einen schönen Start des Wochenende. Bis dahin. Ciao.